Gibt Leute, willkommen bei einem neuen Video. Oh, und heute sind wir in Minecraft. Und Leute, seit ein paar Folgen zockt der Hammett schon auf seiner süßen Skyblock-Insel, ne? Hat der ein oder andere von euch bestimmt mitbekommen, wenn nicht. Er ist schon fleißig am Bauen. Und ich habe mich mal heute in seinen Skyblock-Server eingeschlichen. Und ich werde hier auch Skyblock jetzt genüsslich spielen. Ja, der Hammett, der ist noch am Reaction-Stream machen. Der ist seit 5 Tagen live, der kommt gleich. So lange bin ich aber schon mal auf dem Server, ne? Hier haben wir unsere Ziege, Cristiano Ronaldo, The Ghost, damit er das auch weiß. Das ist unsere kleine Starterinsel. Hier ist unser Cobblestone-Generator. Grundstück von Berkuli, kein Zutritt. Natürlich. Und Leute, wir werden natürlich versuchen, mit dem, was wir haben, eine sehr, sehr schöne Insel zu bauen und dem Hammett eine Konkurrenz zu machen. Er ist in der Richtung irgendwo, ist seine Insel. Meine Insel ist hier. Ich will ihm auf jeden Fall Konkurrenz machen und ja, ich will auch zeigen, dass ich wirklich mal alleine klarkommen kann. Er wird die Ziege jetzt die ganze Zeit mich nerven, Alter. Holz, wichtig. Vielleicht ein Setzling noch. Die, wo wissen, wie Skyblock ungefähr funktioniert, die wissen, Setzlinge sind sehr, sehr wichtig. Ein Setzling hatten wir noch in der Truhe. Oh, ein Birkensetzling. Das ist sehr gut, das ist sehr gut. Warum bist du hier, Digga? Geh mal in dein... Komm, geh hier rein, Digga. Geh sofort rein. Geh rein, du. Fort rein. Fort rein. Bleib da drin, Digga. Zack, machen wir so. Und machen wir so. Brauch eine Spitzhacke. Bleib hier, Digga. Ich würde jetzt die ganze Zeit hier rumspringen wie ein Flummi. Platziere meine Werkbank lieber draußen hin. Hier. Wichtig ist, also eine Sache, um die man nicht drumherum kommt, ist Cobblestone Farm. Aber was soll man machen? Ich spiele Skyblock, Leute. Alter, wie oft will das noch verbrennen? Jetzt habe ich genug für eine Steinspitzhacke. Die hier kann ich direkt in den Müll schmeißen. Brauche ich nicht. Das mit dem geht so nicht weiter. Irgendwas muss ich machen, damit der hier nicht die ganze Zeit rumhoppelt. Oh nein, ein Stück Erde ist schon verloren gegangen. Ich will erstmal die Insel auf eine Ebene machen. Sprich, das alles, was da drumherum ist, weg. Und die Insel auf flach erweitern, wenn ihr versteht. Das mache ich jetzt erstmal. Und ich bin immer noch alleine auf dem Server. Der Hammett ist zum Glück noch nicht da. Ich will natürlich ein bisschen was erreichen. Schon mal ein bisschen was bauen, bevor er kommt. Oh, da unten ist sogar eine Insel noch. Da muss ich auch noch hin. Vielleicht sollte ich mir ganz kurz... Viel besser. Und Leute, euch gefällt der Minecraft-Content ja sehr, sehr extrem. Das sehe ich ja an den Klicks und so. Es wird noch sehr, sehr krasser Content auf euch zukommen. Natürlich auch mit Umut noch und so weiter, mit den Jungs. Digga, mir sind gerade 3 Erdblöcke runtergefallen. Das ist jetzt hier so ein Projekt, wo ich halt auf mich allein gestellt bin. Aber es kommen noch geile Challenges auf euch zu. Aktiviert die Glocke, sehr wichtig. Und lasst auch ein Abo da, falls ich es noch nicht gemacht habe. Oh, die Spitzhacke ist gleich auch... Hammett ist auf dem Server drauf, Leute. Er ist auf dem Server drauf. Oh, scheiße. Oh mein Gott. Hammett ist auf dem Server, Leute. Ey, wie schnell ist der Baum gewachsen? Was macht die Ziege im Baum? Ich habe dem Hammett ein kleines Schildchen überlassen. Guckt euch meine Mobfarm an. So schön. Ich musste mal ein... Hä? Du bist hier nicht alleine. Wie jetzt? Bruder, was soll das heißen? Sein Chat weiß schon Bescheid. B, wer ist B? Auf jeden Fall, der Hammett, der muss nach Südwesten, weil er so eine Task vom Game Master bekommen hat. Sie müssen Richtung Südwest gehen und dort werden sie alles weitere sehen. Im Südwesten bin ich, Digga. Scheiße. Das heißt, er wird mich auffinden. Bäh. Er fällt direkt, er stirbt direkt, Digga. Daran sieht man jetzt schon, wer der bessere Fortnite-Spieler ist. Fortnite, bruh. Ich muss hier noch die Blöcke entfernen. What the fuck, Bro? Was machst du hier? Dein Ernst? Oh, wie krieg ich dich jetzt da hoch? Wie krieg ich jetzt dich da hoch? Digga, du machst mir so viel unnötige Arbeit, Digga. Du musst dich endlich jetzt umbringen, Digga. Darf das so? Komm mit. So, jetzt habe ich eine flache Insel. Und jetzt wird es Zeit, dass wir die Insel ein bisschen... hier ist das ein bisschen gefährlich. Deswegen mache ich hier noch so eine kleine Platte. Ich benutze Planks, weil das ein bisschen sparsamer ist. Fürs Erste. Was? Ich habe keinen Eichensetzling bekommen. Das ist mein einziger Setzling nur noch. Digga, bleib jetzt hier. Ich möchte aber hier auf jeden Fall so eine kleine Platte schon mal errichten. Das Ganze wird dann so abgegrenzt. So, zack, zack. Also die Mobs brauchen ja Platz zum Spawnen, deswegen mache ich das hier. Vielleicht mache ich später noch eine Mob-Farm, aber es wird jetzt erstmal zu lange dauern ein bisschen. Okay, jetzt habe ich hier wenigstens... Wisst ihr, ich bin ein Mensch, ich habe diese Klaustrophobie, glaube ich. Ich brauche viel Platz, Digga, deswegen habe ich das hier einfach so gebaut hier. Sieht aber cool aus, glaube ich. Ronaldo! Ja, wenn Hammett dich sieht, Digga, der dreht durch. Geh schon rein, Digga. Alles klar. Du willst also sowieso keinen Zaun, wo du drin bleibst? Dann baue ich den ab. So, wie gefällt dir das jetzt, hä? Du bleibst sowieso, machst sowieso, was du willst. 2 Stunden später. Oh, Digga, das ist ein richtiges Haus. Was soll das? Digga, das sieht ja krass aus als das, was ich hab. Ja, meine Fresse, Digga. Ich guck jetzt gleich, wer das ist. Boah, da sehe ich schon eine Brücke, Digga. Scheiße. Ich glaube, das könnte Hammett sein. Ich weiß nicht, ob er mich schon bemerkt hat oder nicht. Alter, er kommt immer näher, Digga. Der hat mich schon bemerkt, Digga. Wie schnell. Ey, das ist so lustig gerade. Das ist so lustig, weil er nicht weiß, wer eigentlich in Wirklichkeit auf dem Server ist. Irgendwer kommt einfach auf meine Insel.
ich so viel gefarmt hab, Digga. Und so, ich habe jetzt mein Haus ein bisschen schöner gemacht. Immerhin. Es wird jetzt dunkel, Digga. Wenn die Mobs jetzt hier anfangen zu spawnen, ich lasse die Tür lieber zu. Ich brauche noch sehr viel Cobblestone. Oh, shit. Der weiß, dass ich da bin. Ich darf mir nichts anmerken lassen. Ich tue einfach so, als ob ich gar nicht wusste, dass er da ist. Da ist er! Oder? Was machst du hier? Was machst du hier? Das ist meine Insel. Brokkoli! Ich wusste es! Brokkoli! Das sind Cristiano Ronaldo-Fans! Du hast den Namen falsch geschrieben! Den schreibt man nicht mit H, Junge! Ey, Digga! Er hat Ronaldo getötet. Digga, ich rufe ihn jetzt Discord an, Digga, das kann nicht sein. Warum hast du Ronaldo umgebracht? Digga, du hast Ronaldo sogar falsch geschrieben! Echt? Und was machst du auf meinem Server, Brokkoli, Digga? Warte mal, das brennt ja alles. Was machst du überhaupt hier, Digga? Was machst du hier? Bruder, du bist auf meinen Server gekommen, Digga. Ich hatte mir so viel aufgebaut über die Tage. Und du hast direkt einen. Wieso hast du direkt so viele Sachen? Digga, das hab ich mir alles gecraftet. Gib meine Spitzhacke jetzt! Digga, das ist meine einzige Spitzhacke. Digga, dein Ding sieht viel cooler aus als meins. Ja, bei mir ist auch besser. Was denkst du bei dir? Ja, okay, hier ist deine Pickaxe. Ey! Warum bist du hierher gekommen? Bruder, wieso bist du auf meinen Server gekommen? Das ist noch nicht fertig. Das habe ich so gebaut. Okay, es ist vielleicht dein Server, aber das ist meine Insel, Digga. Ja, aber wer hat dich eingeladen auf diesen Server? Der Game Master. Ernsthaft jetzt? Weißt du, wer das ist? Digga, ich habe nicht gesehen, wer es ist und ich weiß auch nicht so viel, aber er hat mir auf jeden Fall diesen Server hier gegeben. Digga, ihr seid solche Wichser, ne? Aber was machst du hier, Bruder? Ich lebe hier. Was soll ich machen? Was soll ich sonst machen? Wer hat dein Schild bei mir hingetan? Was für ein Schild? Da war ein Schild mit, du bist nicht alleine hier, _B. Ey, Digga, vielleicht will... Ich war das nicht. Ich war das nicht. Bruder, du heißt Brokkoli. Ja, okay, ich zeig dir jetzt kurz meine Seite. Komm mit. Wenn du sagst, bei mir sieht alles so schön aus, Digga, bin ich jetzt gespannt, wie es bei dir aussieht. Na, fall nicht runter auf dem Weg. Was ist das da hin? Pass auf, wir sind Spinnen. Hier musst du manchmal Tricks machen, weißt du? Eine Sache hat mir der Game Master gesagt. Ich weiß nicht, ob das... Auf jeden Fall, komm mal her, das ist für dich, der Kessel. Du hast mein Geschenk? Ja, Mann, dieser Kessel hier und das hier, das ist anscheinend deine Belohnung. Ich weiß nicht, mehr habe ich auch nicht gesagt. Der Tropfstein und der Kessel. Warum ist der Kessel dann bei dir, wenn es meine Belohnung ist? Digga, warum soll ich wissen? Der war einfach auf meiner Insel. Und was kann man mit dem machen? Also, du hast einen Stein bekommen und den Kessel. Jetzt musst du ein bisschen nachdenken. Dieser Stein hier und dieser Kessel. Wow! Dünn hast du das hier gebaut auf einmal, Digga. Ey, da rechts ist noch eine Insel. Die sehe ich ja erst jetzt. Ja, die habe ich auch gerade gesehen. Ich dachte, das wäre deine Insel, wo du drauf bist. Nein, Alter. Denkst du, ich habe so eine Kackinsel? Oha! Das ist meine Insel. Digga, was hast du da für ein... Stopp! Bevor wir weitergehen, mach kein Auge. Du hast Auge auf Ronaldo gemacht. Ich mach kein Auge. Digga, woher hattest du eigentlich eine Ziege? Woher hattest du Ronaldo? Ronaldo is a goat. Guck hier, das Schild war hier. Du bist hier nicht alleine, B. Digga, vielleicht versucht einer Fitner zwischen uns zu machen. Ja, so sieht mein das bei mir aus. Oha, du hast ja viel mehr Platz wie ich. Warum beschwerst du dich? Guck mal, wie groß dein Schild. Ja, ich hab mehr Platz, Digga, aber ich bin auch schon seit mehreren Tagen dran hier an alles. Wow. Ey! Ich hab nichts genommen. Lass meine Sachen. Ich hab nichts genommen. Raus. Oha, was ist das hier? Ja, eine Mobfarm. Ich hab mir nichts genommen. Ich nehm mir raus. Ich schreit und... Aber nur bist du deine eigene und... Brokkoli. Das war nur ein Experiment. Was? Besser ist. Besser ist. Okay, vielleicht sollte ich gehen. Bau erstmal deine eigene Mobfarm. Was für meine eigene? Bau deine eigene Mobfarm. Mach kein Auge. Wie lange hast du für deine Mobfarm gebraucht? Lange. Also, ich komme jetzt noch einmal zu dir, dann hole ich mir mein Wasser, damit ich meine Quelle machen kann. Ja, das kannst du machen, das erlaube ich dir. Das gönne ich dir, von Freund zu Freund, weißt du? Ein Freund würde nicht Ronaldo umbringen. Du weißt aber nicht, was du mit dem Kessel machen musst, ne? Nein. Also, ich weiß, wozu der Kessel gut ist. Du weißt es? Dann sag's mir. Was will ich dafür? Was will ich dafür? Ich hab dir auch Wasser gegeben! Digga, Wasser regnet jeden Tag, Digga. Was bringt mir Wasser? Wasser regnet. Also ich weiß ganz genau, was du eigentlich machen musst mit dem Kessel. Was denn? Und ich schwör's dir, das wäre echt für einen Vorteil, wenn du das wissen würdest. Dafür habe ich jetzt ein Bett und du nicht. Ja, aber ein Bett bringt dir nichts, Digga, wenn ich nicht schlafen gehe. Och, fuck, Mann. Oh, ich mach dir ein Bett. Vielleicht sage ich dir dann auch den Tipp. Also du weißt echt nicht, was du mit dem Dripstone und dem Kessel immer machst. Na.
Jetzt habe ich ja noch endlich Wasserquelle. Ah ja, da ist ja schon mein Bett. Schön. Ja, und ich auch. Kann dich auch mal begrüßen, Digga. Bin ich nur dein Bett? Digga, der hier sich direkt. Du hast sogar genauso gebaut wie ich, Junge. Digga, du hast mir nachgemacht. Eine Sache hast du nicht. Die kann ich dir auch noch geben. Was denn? Eichensetzling. Dann hast du jetzt eine neue Birkensetzling. Oh, shit. Ey. Oh, shit. Was denn? Ich bin knapp bei Nahrung, Digga. Lass mal meine Farm in Ruhe. Ach so. Okay, jetzt gib mir mein Bett. Hier. Mein Bett. Oh, jetzt verpiss dich wieder. Geh. Was mit dem Tipp? Wir haben gerade Birkensetzling getradet für das Bett. Das war's. Oh mein Gott, Bro. Oh, hell no, man. Dein Scheiß Ernst, Digga? Digga, das war ein fairer Trade, Digga, okay? Das war ein fairer Trade. Ein Bett gegen Birken. Du hast jetzt eine neue Spezies, Digga. Da forderst du sowas nicht. Digga, denkst du, ich verkaufe dir diesen Tipp einfach für ein Bett? Vielleicht kannst du mir was anderes anbieten für den Tipp. Was denn? Ey, was machst du da? Ich seh dich. Ja, ich weiß nicht, was hast du zu bieten? Ein Eisen. Ein Eisen, Digga, was soll ich mit einem Eisen? Ich hab nur zwei, Digga, was willst du von mir? Ich will kein Eisen, Digga. Was willst du denn? Ich will Land haben von dir. Welches Land? Ein Stück von deiner Insel muss geografisch gesehen mir gehören. Welches Stück? Einfach so ein kleines Stück so, dass ich auch Anteil hab. Ja, okay. Und du darfst sie aussuchen, oder was? Ja. Ja, Mann, ich such mir aus. Ich hör auf alles, der Tipp ist wertvoll? Der Tipp ist echt wertvoll, weil sonst bringt dir das nichts, der Kessel und so. Ja, stimmt eigentlich. Ich will dich nicht in die Pfanne hauen, okay? Hä? Du willst mich also verarschen. Warum, was ist das? Warum hast du die Brücke kaputt gemacht, hä? Was war das? Du willst mich also verarschen? Cristiano Ronaldo, the GOAT! Das war extra wegen Hunger. Bring doch einfach rüber. Okay, ich bin rübergesprungen. Oh, wow. Raus! Ja, raus aus meinem Haus! Okay, also ich weiß schon ungefähr, was ich will. Was denn? Also, was willst du? Ich möchte diesen Part hier, ab hier soll alles mir gehören. Hier? Ab von dem Schild und alles unten, die Brücke auch, das ist auch. Die Brücke auch? Ich stell dir hier so eine Linie vor und alles das, was danach kommt, gehört mir dann, okay? Das heißt, hier kommt ein Zaun hin und dann steht hier... So. Dein Reich mäßig. Ja. Okay, hier muss eigentlich noch so ein Tor hin. Egal, das machen wir noch. So, den Tipp willst du jetzt haben. Ja. Also. Ah! Ja, Digga, ich muss dir doch erklären. Ja, aber nur hier hingucken. Sagen wir, hier ist dein Kessel. Dann machst du da drüber diesen Stein hin, diesen Dripstone, dieser Spike. Und oben da drüber machst du Lava hin. Und von dieser Lava fließt dann, also durch die Lava fließt dann durch den Stein die Lava hier rein. Und dann hast du hier einen vollen Eimer. Voll Eimer halt. Zieh hier Ding, dann da Stein und dann Lava da drauf. Hast du es verstanden? Ja, okay, geh raus. Okay, jetzt gerade erlaube ich dir nicht, da drüber zu gehen. Jetzt gerade darfst du nicht da drüber. Jetzt ist so. Das war echt ein gutes Geschäft. Mit dir kann man gute Geschäfte machen. Wir sollten gute Nachbarn sein, keine kriegenden Nachbarn, weißt du? Die Erde hier. Welche Erde? Ja, die. Das ist mein Boden. Das ist mein Grund und Boden, Digga. Das meint jetzt. Hättest du das vorher überlegt, vor dem Vertrag, dann hätten wir das vielleicht noch aushandeln können. Jetzt ist es meine Erde, Digga. Jetzt ist es zu spät. Außer du willst die Erde traden, dann kann ich dir einen Vorschlag machen. Ja. Ja, also pro Erde, also Erde ist ja, das kann man ja nicht mehr finden, ne? Pro Erde will ich 64 Eisen. 64 Eisen! Eisen kannst du einfacher farmen, Digga. Erde nicht. Komm, seien wir nicht unmenschlich. Guck mal, da vorne ist noch eine Insel, okay? Welche? Da links von meiner Base, da wo du auch hingeguckt hast am Anfang. Ja. Yeah. Weißt du? Auf dieser Insel ist Erde. Die ganze Erde, die da drauf ist, kannst du haben, aber dafür musst du selber dahin gehen. So. Also ich muss sagen, ich bin schon stolz bis jetzt auf was ich gebaut habe. In einem Tag, ne? Ich würde sagen, in einem Tag. Das ist echt nicht schlecht. Und ich bin stolz auf meinen territorialen Sieg. Bau erstmal deine eigene Mob-Farm. Was für meine und die soll... Bau deine eigene Mob-Farm! Du hast heute was zu mir gesagt, weißt du? Was denn? Du hast mir heute etwas gesagt. Denk mal drüber nach. Ja, ich komme. Ich habe alles selber mir überlegt. Alles selber. Ja, okay. Also ich habe das wirklich von niemandem abgeguckt oder so. Und ich habe heute so viel gemacht. Ich glaube, danach gehe ich auch erstmal schlafen. Also, aber das musst du noch sehen. Dafür habe ich mir jetzt echt Mühe gegeben. Was denn? Nichts. Ganz kurz zum Protokoll. Das hier ist Hamid seine Mob-Farm. Das hier ist jetzt meine Mob-Farm. Man könnte sagen, es ist fast das gleiche, aber nein. Meine ist natürlich Berkuli Original. Ah! Was? Digga, wie schnell hast du das gebaut? Was denn? Die Mob-Farm. Achso, du meinst meine Mob-Farm? Also wie du hier sehen kannst, originale Mob-Farm à la Berkuli. Also das habe ich erfunden so. Sieht genauso aus wie meine. Digga, wie lange hast du dafür gebraucht? Ich habe dafür Stunden gebraucht. Ja, und ich habe alles so schnell gemacht, siehst du? Meine Bäume, meine unendliche Wasserquelle. Ich bin einfach gut. Hier habe ich noch, siehst du hier, Weizen fließt auch. Mein Essen ein bisschen schöner machen. Ey. Ja, auf jeden Fall, das ist meine Insel, ne? Digga, das ist unfair. Was für unfair, Digga, gönn mir doch, gönnst du mir nicht. Bist du ein Nichtsgönner oder was? Nee. Ich hab mir echt Mühe gegeben dabei, weil das, guck mal, das zu überlegen, ne, so diese Konstruktion, das hat echt lang gedauert. Ey, gib mir mein Weizen zurück, ich hab genau gesehen.
Was denn? Ey, ja, ja, okay. Digga, du hast sie einfach 1:1 von mir kopiert und schreibst da Berkoli Original dahin. Digga, was für kopiert? Was willst du mir jetzt unterwerfen? Ja, du hast einfach 1:1 nachgemacht. Hat deine Mobfarm auch so ein Schild, wo drauf steht Ala Berkoli? Ich glaube nicht. Ja, das ist das Einzige, was der Unterschied ist. Ich küsse dein Herz. Ja, also ist es nicht kopiert. Okay, Ahmed, ich verabschiede mich dann, ja? Wir hören uns dann wieder. Ja, ja, mach's gut, Berkoli. Guck mal, wie abgefuckt der ist. Extra nicht in der Beschreibung, damit ihr ihn nicht findet. Er hat das schneller hinbekommen, als ich. Oh, shit.